Hallöchen und herzlich willkommen. Bei Until Dawn, letzte Folge, ist auch der nächste Charakter gestorben. Und wir sind wieder bei unserem Psycho-Psycho-Doc. So, wie du es gehofft hattest. Dr. AJ Hill, alles läuft gut. Nein, tut sie nicht. Alles läuft gut, alles läuft wie geplant. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ja. Nein, eigentlich nicht. Wer sind sie? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Was? Fuck you. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ich habe Angst. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Sie sind nicht real. So wie Dagi Bia. Alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Was mich hergeschah, warte dort. Könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oh, ey, tust du das? Das ist Wahnsinn. Wir haben nur wieder zu seinen Schwestern gebracht. Muss es alles positiv sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, shit. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Ah, das ist Sanatorium. Kapitel 5. Beute. 6 Stunden bis zum Morgen. Wir lernen uns. Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Wo ist denn eine Lunge? Wölfe, da sind sie, Leute. Der Typ hat Wölfe. Das ist ein anderer. Wir haben fucking 2 Psychos. Das ist nicht gut, nein, nein. Vielleicht habe ich auch im Fall an einer Stelle nicht aufgepasst. Ja, ich wäre schon längst weggegangen. Juckt mich da nicht, was der Typ da macht. Ruf ich einen Taxifahrer weg? Tschüss. Steigen, ja, das ist cool. Klopfen wir mal. Vielleicht macht da jemand auf.
glaube, er weiß, dass wir ihm gefolgt sind und macht daraus jetzt ein Spielchen. Alter, Scheiße. Hallo, Wölfchen. Ist verschlossen. Da steht auch verschlossen drauf. Cool. Gehen wir mal da mit dem roten Banner hin. Wir haben lange kein Totem mehr gefunden. Ich glaube, wir haben echt krass viel übersehen. Atmen. Ah ja, ist schon richtig hier. Ich habe auch Angst vor den Totems. Irgendwie. Nimm die Machete, mit der die zwei Mädels nicht umgebracht wurden. Ah, wir haben eine Waffe. Immerhin. Er nimmt sich aber irgendwie nur die Mädchen. Tötet sie auch nur. Oh, Skelett. Er schändet sie nicht, er vergewaltigt sie nicht, er tötet sie einfach nur aus Spaß. Mache ich auch, aber. Oh, guck mal, da ist ein Winke-Winke-Arm. Der winkt uns zu. Komm, gib mal High Five. Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Was für ein Idiot bist du auch? Nimm die Machete. Nimm die fucking Machete und schneid dir die scheiß Finger ab. Finger abrotieren. Shit. Oh 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 shit. Fuck. Max, noch nicht. Ich glaube, die Bärenfalle hätten wir nicht öffnen können. What the fuck, den juckt das einfach nicht, dass er sich gerade zwei Finger abgeschnitten hat. Als ob das normal wäre. Ja, das mache ich jeden Morgen so zum Frühstück. Ich weiß nicht, ob wir von hier kommen. Das wird ja hier immer besser.
sein? Ich brauche jetzt deine verdammte Schlüsselkarte. Wieder. Oh ja, auf jeden Fall. Name der verschollenen Person, Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebendig gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunden am Unterleib. Intraabdominale Verletzungen, hoher Blutverlust. Ich will weiterlesen. Egal, irgendjemand ist gestorben. Cool. Und hier wird das drin sein. Hi. Du hast ein schönes Lächeln. Oh. Und du hast eine schöne Ratte im Mund gehabt. Eine Leiche. Da ist keine Ratte rausgekrabbelt. Okay, sehen wir mal. Oh, bitte, die Karte funktioniert. Dahinter wird sowieso der Typ stehen. Ich glaube, der nicht weiß, dass wir hier schon sind. Warum ist er überhaupt hier reingegangen? Ich wäre doch schon längst weg. Ich wäre hier nicht mal hingefahren. Hi Wolf! Hör auf! Nutz die Drei-Finger-Technik. Kannst du jetzt mit deiner rechten Hand machen. Oder der linke, keine Ahnung, welche das war. Okay. Alter, spätestens jetzt weiß er doch, dass wir hier sind. Er weiß es doch. Er wusste es. Nee, schon runtergehen, bitte. Den juckt das nicht einfach. Kein Stück, dass er sich vorhin zwei Finger abgeschnitten hat. Alter, das muss doch wie die Hölle wehtun. Und er läuft einfach ganz gechillt hier durch. Easy. Und hält die. Ja, und er hält damit auch noch die fucking Laterne. Der hat vielleicht 20 Sekunden irgendwie gesagt, dass es weh tut. Es muss doch voll. Ja. Besonders, er hat sich nur so ein Billigverband da drum gemacht. Okay, hi Wolf. Natürlich kann jetzt hier ganz normal gechillt rumlaufen. Ist ja nun ein wilder Wolf. Warum nicht? So, was haben wir denn? Eine Jacke. Komm schon!
Gut. Na, warum sollten wir checken, ob da Munition drin ist? Können uns ja nur das Leben retten. Der ist da rechts rein. Dann schauen wir uns aber erst die Kiste hier an. Ich nehme Knochen jetzt mit und esse ihn selber. Really? Ach komm. Jetzt weiß er, dass wir da sind. So, bevor wir hier weiterlaufen, beende ich beende ich diese Episode und auch diese kleine Aufnahmesession. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.